Es zuppelt. Wo soll man denn zuerst ran? Wo ist er denn? Hier. Was haben wir denn da für einen Brocken drauf? Ich bin hier gerade auf Plötze. Alter. 1 Kilo sibirische Plötze. Das ist natürlich schon mal ein feistes Gerät, ey. Sensationell. Zack, schnell wieder ausgeworfen. Hier vorne hin. Wunderbar, ey. Und direkt zurück hier an die Matchroute. Unnormal. Doch noch ein bisschen belohnt worden jetzt, weil, ja, ich stand hier gerade schon und die gesamte Aufnahme einfach komplett unbrauchbar. Das ganze Bild immer nur irgendwie am Ruckeln gewesen. Katastrophe, ey. Und jetzt muss ich hier quasi nochmal alles aufnehmen. Aber wir machen jetzt einen Schnelldurchlauf, Alter. Also, gestern Abend. Razer Freak so, Alden, Plötze. Ich dann so, Alden, geil. Gehen wir hin. sibirische Plötze. Also, läuft ganz gut, alter Falter, an dieser Stelle. Und es läuft tatsächlich noch besser jetzt bei bewölktem Wetter als bei Sonnenschein, den ich gestern hatte. Und ja, sieht ganz gut aus. Ich bin mir, ja doch, die Futtermische muss ja auch noch hier wirken. Ich hatte hier zweierlei Futtermischen drin, wobei so langsam sollten die auch vorbei sein. Da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Anfangs stand ich hier gänzlich ohne Futtermische, hat funktioniert. Wichtig, wie gesagt, hier an diesem Spot, 133, 121, man muss gar nicht so weit rauswerfen. Wir müssen von der Tiefe, ich bin jetzt hier glaube ich auf 80 cm gerade, 1 Meter unten hatte der Razer Freak probiert, 80 scheint auch glaube ich ganz gut zu funktionieren. Ich gehe aber auch mal wieder ein bisschen tiefer. Weil wir haben es auch noch recht früh. Bleiben wir mal hier auf dem Meter. So. Und dann gucken wir mal, was da geht. Genau. Am vorherigen Tag war es so ungefähr 25 Grad warm. Das war schon wirklich ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich auch deutlich höher gegangen. Und jetzt testen wir das einfach nochmal. Grundrouten hatte ich jetzt ausgelegt. Alles auf Borkenkäferlarve. Da hat es dann ja jetzt gerade schon richtig schön gezuppelt mit. Sehr, sehr gut. Auf Setup gehe ich auch am besten gleich nochmal ein. Wir stehen hier an der Position auf G4 am 4-Meter-Loch sozusagen. Und ja, wichtig, Routenspitze, beziehungsweise ich werfe da einfach nochmal hin. Das hier ist sozusagen der Spot. Ich habe das jetzt ja schon ein bisschen länger getestet. Da ungefähr hinwerfen. Und dann reintreiben lassen. Das ist so der Punkt. Häufig geht da vorne auch schon was. Ich habe eher den Eindruck, dass es so ein bisschen weiter, dass man so ein bisschen weiter links rüber wirft, was, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man da in die Area hinwirft und dass das dann abgeht. Ich gucke gerade noch mal eben in die Futtermischen rein. Ja, so ist es. Ich gucke mal eben rein. Und zwar hatte ich jetzt verschiedene Mischen gerade in Verwendung. Futtermische. Plötze Wurm, 16 Stunden ist vorbei. Futtermische, 17 Stunden könnte noch wirken. Also, ich habe zweierlei Futtermischen reingeschmissen. Das ist die Futtermische, empfohlen vom Razer Freak. Mit Perlengraupe, Mistwurm, gehackte Würmer, Fliegenmade, zack, 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 Zuckmücke. Zuckmückenlarve, Zuckmückenlarvenextrakt. Einziges Larvenextrakt, was wir haben, wenn wir also mit einer Larve hier angeln, Borkenkäferlarve, ist das the way to go. Und das hatte ich dann aber später noch kombiniert hier mit Perlengraupe, Biskuit, gehackte Würmerkaster, Paniermehl und Fenchel. Und ich glaube, ich werfe das genau so nochmal rein. Also ähnlich. Und zwar ein bisschen weiter hier so rüber. 1, 2, 3. So, machen wir mal so 4 Stück davon noch. Ich weiß gerade nicht genau, wie viel Futtermische überhaupt noch drin ist. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig gerade. Und dann nehme ich aber nochmal das Ding hier mit dem Fenchel. Baller davon auch nochmal rein, denn das müsste jetzt gerade noch wirken. Zack.
3, auch nochmal 4. So. Dann sollte das erstmal auch genug sein. War irgendwo schon was dran. Und dann, wie gesagt, raus damit mit der Brocken. Also, Setup auf Grund, relativ easy, relativ klein hier. Ich könnte eine bessere Schnur nehmen, aber so dicke Brocken gehen eh nicht rein. Nehmen wir mal eine andere Schnur, sonst heißt es wieder Alden, dein Setup. Also, auf Inline-Montage mit einem Inline-Blei und 6,8er geflochtenes Vorfachsmaterial. Wenn ihr das nicht herstellen könnt, einfach Fluorocarbon nehmen. Fluorocarbon muss gar nicht so schwer sein. Man kann hier auch sowas hier nehmen, keine Ahnung, 4 Kilo, 5,4 Kilo sieht auch gut aus. Achterhaken, Borkenkäferlarve, raus damit. Zack, bisschen wieder rankurbeln, nicht ganz so weit. Fertig. Bremse, ja, machen wir ein bisschen locker. Können wir immer noch hochstellen. So, nächstes Setup hier, zweite Route, lassen wir einfach jetzt so, wie es gerade schon war. Genau, auch hier Achterhaken, Borkenkäferlarve, zack, raus damit. Und hauptsächlich, und da stand ich auch am Anfang, war ich hier auch mit der Stippe unterwegs. Und zwar auch mit der UL-Stippe, war mir dann allerdings ein bisschen zu tricky, denn es ballern hier auch einige auf einige Siechlinge rein. Und da ballert es dann natürlich doch ein bisschen hart, wenn da so ein Kilo Siechling auf UL reingeht. Schwierig. Und wir wollen ja auch die dicken sibirischen Plötzen haben, über ein Kilo. 1,3 ist dann Trophy. Und deswegen wollen wir die halt hier rausziehen in einem stattlichen Gewicht. Ich hatte gerade rumprobiert, solche Plötzen hier, die liegen so bei 8 Silber ungefähr, also gar nicht so schlecht. Die hier zählen nicht dazu, die beiden Kandidaten. Aber hier jetzt gerade, ich bin gespannt, wie viel die bringt, bestimmt gar nicht so schlecht. Aber die hier alleine schon liegen halt so um die 8 Silber, also kohlemäßig auch richtig gut. Man braucht eben bloß ein bisschen Frequenz und das ist halt jetzt die große Frage. 17 Grad, kühl noch, also gar nicht so schlecht. Wie kriegen wir hier so ein bisschen Fett an der Plötze? Da muss ein bisschen was gehen, ey. Alter, komm mal ran hier. Zack, die nächste. 500 noch was Gramm. Gar nicht so schlecht. Also relativ nah hier. Gar nicht so schlecht. Ja, wie gesagt, der Spot war gerade in der vorherigen Aufnahme ganz okay. Die Plötzen sind da, es funktioniert. Es funktioniert mit verschiedenen Mischen. Ich glaube, da ist noch Optimierungsbedarf von den Futtermischen. Als ich gerade das erste Mal die Futtermische reingeschmissen hatte, die wurmige Futtermische vom Razor Freak, da war dann erstmal ingame-mäßig 4 Stunden tote Hose, würde ich sagen. Und danach ging es aber so langsam los. Ja, wie gesagt, mit der Futtermische ist noch Optimierungsbedarf. Ohne ging es schon mal, das war gar nicht so schlecht. Ohne Futtermische ging es schon mal gut los mit den Plötzen. Aber da muss eben noch mehr gehen und vor allem Frequenz muss rein. Und dann Größe müssen wir halt ein bisschen rumexperimentieren. Razor Freak hatte einen 10er Haken. Ich bin jetzt hier mit einem 8er Haken schon ganz zufrieden. Wir wollen ja, wie gesagt, auch die dicken Brocken, damit sich das auch kohlemäßig richtig lohnt. Ja, so und so ähnlich kann man sich hier hinstellen. Ich würde sagen, testen ihr Lümmels, zieht raus die Brocken. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, nicht vergessen. Und dann zieht ihr euch hier schön die sibirischen Plötzen raus. Bis zum nächsten Mal im Livestream um 19 Uhr immer auf Twitch oder im nächsten Video. Petri.